Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag. Heute ist der ASV-Fach zu Gast in Mögeldorf. Bei diesem Samstagabendspiel wollen wir die nächsten 3 Punkte einfahren. Wir legten gleich sehr furios los und machten in der 13. Minute durch Freddy das 1:0. Keine 10 Minuten später ist es dann Benisch, der auf 2:0 erhöht. Auch das dritte Tor fällt noch in der anfangshalben Stunde. Benisch macht seinen Doppelpack perfekt und wir scheinen das Spiel komplett in der Hand zu haben. Durch einen Halbfeldfreistoß verkürzt der Gast auf 3:1. Kurz vor der Halbzeit fällt dann sogar noch der 3:2 Anschlusstreffer, wieder durch einen Freistoß. So schläfrig wir vor der Halbzeit waren, so wach kamen wir direkt aus der Pause wieder raus. Wie in den letzten Wochen bleibt André Lunz vom Punkt cool. Doch die 2-Tore-Führung währte auch diesmal nicht lange und Fach markierte erneut durch Freistoß das 4:3. In der 65. Minute hatten wir dann auch mal einen gefährlichen Freistoß. Super Parade des Gästekeepers. Den Deckel machten wir dann kurz vor Schluss in der 84. Minute drauf. Leider ist es nicht auf der Kamera. Rippert markiert das 5:3. Das war dann auch der Endstand. Eine insgesamt sehr unterhaltsame Partie. Die Zuschauer durften sich über zahlreiche Tore freuen.